Ich bin Vicky, ich bin 25 Jahre alt. Seit Ende September bin ich bei der Berliner Feuerwehr und ich bin eine der ersten 20 Anwärterinnen und Anwärter im neuen Einstiegsweg 112 Dual. Also wir haben jetzt im letzten Oktober das erste Semester an der Beuth-Hochschule begonnen und dort waren wir auch jetzt bis Ende Januar und haben die ersten Prüfungen absolviert. Im weiteren Verlauf wird es so sein, dass wir die Semester ganz normal besuchen, wie die anderen Studenten an der Hochschule auch. Und in der vorlesungsfreien Zeit haben wir unterschiedliche praktische Lehrgänge hier an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie. Also die theoretischen Sachen sind dann besonders in den Vorlesungszeiten an der Beuth-Hochschule angegliedert. Mir macht besonders Spaß, dass ich mein Studium eigenständig absolvieren kann und immer diesen Wechsel habe zwischen theoretischem Lernen, was ja mich geistig an der Hochschule sehr fordert, und der praktischen Ausbildung hier an der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie, weil wir hier natürlich auch auf unsere körperliche Leistungsfähigkeit getestet werden und die unterschiedlichen Bereiche der Berliner Feuerwehr kennenlernen können. Zur Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst braucht man im Einstiegsweg 112 Dual nur ein abgeschlossenes Abitur, und wenn das erste Praktikum anfängt, dann muss man volljährig sein. In der letzten Woche haben wir hier an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie unsere praktische feuerwehrtechnische Grundausbildung begonnen. Da geht es erstmal um die Grundlagen im Bereich Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, wo wir dann zum einen Unterricht haben, aber auch viele praktische Sachen hier draußen auf dem Hof machen. Wenn auch du dich für den Einstiegsweg 112 Dual interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dich sehr gut auf die Einstellungsprüfung, besonders beim Sport, vorzubereiten. Und dann kommt es aber ganz besonders auch auf deine Persönlichkeit an. In einem persönlichen Interview möchte die Auswahlkommission dich kennenlernen und daher solltest du dort auch überzeugen können. Ich bin gerne hier in Berlin, weil ich mich in der Stadt total wohlfühle. Auch wenn ich ursprünglich nicht hierher komme, fühle ich mich hier schon in der kurzen Zeit sehr heimisch. Die Berliner Feuerwehr ist die größte und älteste Berufsfeuerwehr in ganz Deutschland und ist besonders durch ihre engagierten Mitarbeiter unheimlich leistungsstark und facettenreich. Ich empfehle die Ausbildung außerdem, weil allein schon der Einstiegsweg 112 Dual deutschlandweit noch einzigartig und sehr innovativ ist, und dadurch, dass hier neue Wege geschaffen werden, dadurch, dass sie einfach gegangen werden, zeigt schon, dass die Behörde unheimlich dynamisch ist und auch mit der Zeit geht, und ich bin total froh, dass ich das aktiv mitgestalten kann und mich hier mit meiner Persönlichkeit einbringen kann.